Felix Kiel auf Slorsch liebt Seifenblasen. Der 12-Jährige beherrscht die Kunst der bunten Blubberblasen wie kein anderer 12-Jähriger auf der Welt. Fast täglich denkt er sich neue Figuren aus und bringt so seine Umgebung zum Staunen. Also an Seifenblasen begeistert mich im Prinzip alles, weil wenn ich jetzt irgendwie traurig bin, weil das Wetter irgendwie nicht so gut ist oder es regnet und so ein dunkler Tag wie heute ist, dann puste ich einfach Seifenblasen und dann geht's mir direkt schon viel besser und da freue ich mich schon total, hab gute Laune. Die Seifenblasenkunst wurde dem kleinen Felix quasi in die Wiege gelegt. Sein Vater ist der Seifenblasenkünstler Blub. Seit Felix denken kann, lassen die beiden die bunten Kugeln durch die Luft schweben. Also mein Papa und ich, wir üben einfach so im Probezimmer hier so verschiedene Tricks. Wir bringen uns beide gleichzeitig so ein paar Tricks bei. Und wir machen auch so Wettbewerbe, wer am größten die und die Seifenblase macht, wer am schnellsten den Trick macht oder sonstige, wer am längsten die Raupe macht und so. Mit gerade mal 7 Jahren knackt der kleine Hesse 2016 den Weltrekord. Er schafft es, 18 Seifenblasenkuppeln ineinander zu verschachteln. Ja, ich halte einen Weltrekord im Seifenblasenpusten. Und zwar also im Seifenblasen ineinander schachteln im Prinzip. Der Weltrekord lag bei 15 Seifenblasen und ich habe 18 Seifenblasen gemacht. Damit eine perfekte Blase entsteht, ist Fingerspitzengefühl gefragt. Die perfekt angemischte Seifenlauge, die richtige Zimmertemperatur und das richtige Pusten. Dann sollte nichts mehr schiefgehen. Man muss auf jeden Fall mit Gefühl pusten, auf jeden Fall, so richtig mit Liebe, so. Dann muss man einfach, also das wäre so die optimale Größe einer Seifenblase, nicht zu groß, nicht zu klein, das wäre jetzt so mittel, also genau perfekt. Und bei verschiedenen Tricks, wie den hier, muss man halt verschieden darauf achten, wie doll man so macht, wie wenig man so macht. Und es ist einfach, also das Wichtigste ist eigentlich mit Gefühl pusten und einfach. Felix nutzt jede Gelegenheit, um zu zeigen, was er kann. Auch in der Schule fliegen täglich die Seifenblasen. Ob er aber in die Fußstapfen seines Vaters treten wird, weiß der kleine Künstler noch nicht genau. Beruflich, ehrlich gesagt, würde ich nicht nur Seifenblasen machen, weil ich weiß noch nicht genau, ob ich halt Entertainer auf der Bühne werden will, ob ich Seifenblasenkünstler werden will, ob ich Maler werden will oder Regisseur wäre auch eine Variante oder irgendwie so, wenn jemand einen Actionfilm dreht oder so, dann am Computer das Ganze schneiden, weil ich mache jetzt schon mit einem Programm immer an meinem iPad rum und ich weiß noch nicht genau. Damit die Welt noch etwas bunter wird, hat der 12-Jährige zum heutigen Weltseifenblasentag einen Appell an die Politik. Ich denke, wenn die ganzen Politiker mit den ganzen Diskussionen und mit dem ganzen Zeug da aufhören würden und mal Seifenblasen für einen Tag mal pusten würden, ich glaube, dann wäre die ganze Welt mal für einen Tag glücklich. Ein Meister der bunten Blubberblasen. Felix Kiel zeigt uns, wie einfach es ist, mit Kleinigkeiten glücklich zu sein.